Sie sind ja fast ein YouTube-Star geworden mit dem Video an der Rolltreppe. Ich habe vorher gehört, hat das wirklich noch einen Trainingssinn gehabt, das Ganze? Ja, nein, das eigentlich nicht. Wir waren eigentlich nur ein bisschen Zeit am Durchschlag dort, bis unser Apartment ready war, damit wir reingehen können. Und wir haben ein bisschen rumspielen an dieser Rolltreppe. Und schlussendlich hat sich das Video ergeben. Dass es so abgegangen ist, hätte ich eigentlich auch nicht erwartet. Ist es nicht eher so, dass man als Freestyler auch gerne ein Selbstdarsteller ist und ein bisschen bewusster so Zeug verstreut, für Aufmerksamkeit zu bekommen? Also eben, es ist überhaupt nicht das erste Mal, dass ich so etwas mache. Ich mache echt die ganze Zeit so kleine Videos, kleine Stunts. Ich schaue mich auch gerne in der Freizeit als kleinen Stuntman an, als Amateur-Stuntman. Darum eben, es ist überhaupt nicht das erste Mal, dass wir so etwas machen oder ich so etwas gemacht habe. Jetzt halt wahrscheinlich die Kombination noch Olympiade und alle schauen ein bisschen da hin. Ich glaube, das hat es halt jetzt zum Explodieren gebracht. Dann sagt der Trainer, ihr macht weiter so oder Achtung? Also Achtung hat er eigentlich noch nie gesagt. Nein, eben, ich glaube, er vertraut uns so fest, dass er nicht Achtung sagen muss. Ich würde es selber ja nicht machen, wenn es zu gefährlich wäre oder wenn ich das Gefühl hätte, dann könnte ich mich verletzen. Darum sagt er meistens dann eher, ja, macht sich, ich will es auch sehen.